Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update hier im November. Heute werde ich die Dahlien ins Winterquartier fahren. Hier, das Auto ist komplett voll, aber dazu gleich mehr. Ja, die Dahlien, die sind alle ausgegraben, sieht man hier schön. Die sind in der Garage, aber ja, jetzt werden minus 4 Grad gemeldet. Das ist dann doch etwas zu kalt und ich fahre jetzt dann mit den Dahlien ins Winterquartier. Ja, das Laub der Dahlien, das habe ich alles klein gehäckselt, das ist hier auf dem Komposter. Es kommt dann in 3 Jahren wieder zu den Dahlien. Ja, und hier stehen sie nun, die Dahlien, die ins Winterquartier müssen. So, ihr könnt sie mal zählen, ich gehe aus dem Bild, es sind 44, als kleiner Spoiler. Ja, wir können mal in die Kisten reinschauen. Wie wir sehen, die sind schon sehr schön abgetrocknet. Also hier ist nichts mehr. Das sieht man auch am Hals hier. Das ist alles sehr schön trocken. Das ist wichtig, dass sie sehr trocken gelagert werden. Ja, das Problem, das ich habe keine Anhängerkupplung am Auto und mein Auto ist eher klein. Im letzten Jahr hatte ich ja noch ein größeres. Aber ich habe das Auto etwas verkleinert. Es ist sehr klein. Ja, es ist nur noch ein Mini. Ja, an dieser Stelle könnt ihr mal auf Stopp drücken und gebt mal in den Kommentaren eure Schätzung ab, wie viele Kisten dass ich bei einer Fahrt reinbekomme. So, und nun die Auflösung. Also für die erste Tour habe ich jetzt ganze 18 Kisten hier in den Mini gepackt. Hättet ihr das gedacht? So, und nun bin ich mal gespannt, ob ich das Auto auch zubekomme. Oh oh. So, die zweite Tour ist geparkt. 14 Kisten habe ich jetzt reinbekommen. Und ja, ich muss nur noch einmal fahren, ich bin zufrieden. Ja, das steht hier noch. Es sind 12 Kisten, die bekomme ich rein. So, geschafft, die Dahlien sind im Winterquartier bis unter die Decke gestapelt. Es sind knapp über 11 Grad und die Luftfeuchtigkeit ist 65%. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Videos verpasst. Tschüss!